auf zu starren. Er starrt uns doch an. Ich bin Dima. Kommen Sie doch mit zu einer Party heute Abend. Eine russische Party. Nach Dame, König, Ass, Spion und A Most Wanted Man kommt eine weitere Bestseller-Verfilmung von Altmeister John le Carré in die Kinos. Verräter wie wir heißt der erstklassig besetzte Spionage-Thriller, in dem Ewan McGregor zwischen die Fronten der Geheimdienste und der russischen Mafia gerät. Was mich besonders gereizt hat, war, dass ich mit John le Carré aufgewachsen bin. Dame, König, Ass, Spion und Der ewige Gärtner gehören zu meinen Lieblingsfilmen. Ich weiß, wo das Geld herkommt. Sie werden mich töten. Sie werden auch meine Familie töten, wenn Sie mir nicht helfen. Ihnen helfen? Was kann ich tun? Ich bin Fan von John le Carrés Büchern, seit ich 13 war. Seit mein Vater mir Der Spion, der aus der Kälte kam, zum Lesen gab. Ich entdeckte sein Universum. Ein sehr trauriges und dunkles Universum. Geben Sie das. Ihrem MI6. Am Flughafen sagen Sie, Sie hätten ein Geschenk von der Nummer 1 der Geldwäsche in der russischen Mafia. Das ist wohl das, was John le Carré am besten beherrscht. Er nimmt zwei normale Leute und konfrontiert sie mit der Welt der Spionage. Er wirft sie mitten in diesen Thriller. Das ist sehr interessant, denn du denkst, was würde ich tun? Wie würde ich in dieser Situation reagieren? Meine Frau sollte da nicht reingezogen werden. Tut mir leid, soll sie draußen warten? In was reingezogen? Ich habe etwas hergebracht für Dima. Die John le Carré-Welt strahlt eine altmodische Eleganz aus, die sehr schön ist. Und wie sich diese intellektuelle Intrige entwickelt und die Geschichte zusammenfügt, das wird die Leute bestimmt faszinieren. Ich konnte das nicht ablehnen. Alles hat Konsequenzen, Perry. In seinen Büchern geht es um die menschliche Natur, wie sich Menschen betrügen, lieben, bekämpfen. Es geht um viel mehr als nur um Spionage-Action. Ist das alles, was Sie haben? Ja. Hat er Ihnen kein Geld angeboten? Oh doch, aber ich habe abgelehnt. Warum haben Sie das dann mitgebracht? Ich habe geglaubt, das Richtige zu tun. Es ist eine Geschichte, mit der sich die Zuschauer leicht identifizieren können. Die Story eines durchschnittlichen Paares, das in die Welt der Geheimdienste und des Verbrechens gerät. Wir haben Informationen von einer möglichen Quelle. Dem Hauptgeldwäscher der russischen Mafia. Warum haben Sie das vorher nicht erwähnt? Dann wären Sie nicht gekommen. Es ist eine aktuelle Geschichte, die etwas über unsere moderne Welt erzählt. Es ist kein John le Carré der 50er oder 60er Jahre. Es ist einer für heute. Er traut uns nicht. Er hat wohl Angst, dass wir sämtliche Informationen aus ihm herauspressen und ihn an die Wölfe verfüttern. Aber er kennt mich doch kaum. Ich kann da nicht mitmachen. Ich fürchte, Sie stecken schon mittendrin. Es ist ein sehr reduzierter Plot. Es geht nicht um die Frage, wer der Böse ist, sondern darum, ob Sie Ihre Mission erfüllen können. Die Spannung ist eher mit der von Hitchcock-Filmen zu vergleichen. Papa ist unterwegs. Die Geschichte behandelt zwei sehr relevante und aktuelle Themen. Erstens den wachsenden russischen Einfluss auf die Stadt London. Aber zweitens auch den Niedergang Großbritanniens als Weltmacht. Die britischen Werte, die in der Zeit entstanden, als Großbritannien noch an der Spitze der Welt stand, diese moralische Verantwortung zerfiel analog mit dem Status als Weltmacht. Diese Moral wurde aufs Spiel gesetzt. Die Russenmafia geht uns gar nichts an. Geduld, Billy. Guten Abend, Sir. Unser ehemaliger Boss. Abgeordneter für Islington North und Leiter des Parlamentarischen Unterausschusses für Handel und Finanzen, Aubrey Longrigg. Die Geschichte macht mir Angst. Sie ist verstörend, aber auch sehr interessant und aktuell. Während der Dreharbeiten änderten sich die Dinge um uns herum pausenlos. Auf die Zukunft der Arena Bank. Der Film handelt aber nicht nur von russischem Geld, das nach London fließt, sondern auch davon, was es heißt, ein Mann im 21. Jahrhundert zu sein. Harry fühlt sich verloren. Seine Frau ist viel erfolgreicher als er. Und er muss sich als Mann erst wiederfinden. Sie sind in Marrakesch und versuchen dort ihre Ehe zu retten. Ich fand es spannend, diese Beziehung mit Naomi zu spielen. Denn wir sehen nicht oft ein Liebespaar im Mittelpunkt einer Geschichte, das nicht mehr funktioniert. Ihre Frau ist Ihnen weggelaufen. Kommen Sie, trinken Sie was mit uns. Dima zieht ihn in diese außergewöhnliche Welt hinein und Gail wird als seine Frau mit hineingezogen. Harry tut es, um sein Selbstwertgefühl, seine Leidenschaft wiederzufinden. Und Gail tut es nur, weil sie diesen Mann liebt. Das alles,
tut mir sehr leid. Naomi und ich haben uns zuvor noch nie getroffen, aber ich finde, sie ist eine phänomenale Schauspielerin. Ich genieße unsere Zusammenarbeit. Die Beziehung, die wir spielen müssen, ist sehr interessant und vielschichtig. Gail behauptet sich in jeder Hinsicht. Es ist eine sehr moderne Ehe. Ich muss die ganze Zeit an ihn denken, an seine Familie. Du kennst diese Leute noch nicht mal. Es war einfach für mich zu verstehen, warum sich Gail auf diese Reise begibt, wenn auch nur widerstrebend. Denn Ewan spielt Perry so verletzlich, sensibel und fast kindlich, dass es einem sehr zu Herzen geht. Es war ein sehr interessanter Entwicklungsprozess mit Ewan. Es sagt viel über ihn als Schauspieler aus, dass er keine Angst davor hatte, jemanden zu spielen, der anfangs schwach ist und erst nach und nach an Stärke gewinnt. Und er mochte die Beziehung zu Dima sehr. Sie ist kumpelhaft, aber hat auch tiefere Momente, denke ich. Professor! Ich mochte die Idee, dass sich Perry zu dieser unglaublich verwegenen, gefährlichen Figur hingezogen fühlt. Er steht für etwas, das er in seinem eigenen Leben vermisst. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ihr seht in Perry einen ehrlichen Mann. Er ist nicht von guten Menschen umgeben, sondern von Ganoven und Geschäftsmännern, Bankern und Anwälten. Und jeder verfolgt seine Ziele, die nicht immer ehrenhaft sind. Ich liebe es, was wir aus der Figur Dima gemacht haben. Stellan ist selbst ein großer Familienmensch und hat 8 Kinder. Ihm gefiel der Aspekt, dass Dima die Familie sehr wichtig ist. Die Art der Beziehung von Dima zu seiner Frau ist sehr realistisch, sehr ruhig und eher unterkühlt, aber auch solide. Das ist sehr interessant. Auf der einen Seite umarmt er einen, macht Witze und ist fröhlich. Aber dann muss man auch spüren, dass er zu extremer Gewalt fähig ist. Das war der Drahtseilakt, den wir vollführen mussten. Noch nie zuvor hatten wir einen Informanten so weit oben in Russlands organisiertem Verbrechen. Er arbeitet für die Russenmafia. Dima ist ein War, Mitglied einer Art Mafia, die in den Gefängnissen der damaligen Sowjetunion entstanden ist. Eine Organisation, in der man schwören muss, dass man niemals mit dem Staat kooperiert. Der Staat war der Feind. Und man tätowierte sich, um offen zu zeigen, dass man ein Krimineller, ein War ist. Man konnte nicht sagen, ich bin keiner, sondern musste offen zugeben, ich bin ein Krimineller. Haben Sie seine Tattoos gesehen? Ein Messer am Hals bedeutet, er bringt Menschen um. Die Sterne auf den Schultern bedeuten, er ist ein großer Mafia-Boss. Hätte ich das mal vorher gewusst. Die Tattoos erzählen eine eigene Geschichte. Und wir mussten sehr sorgsam damit umgehen, denn man kann sie entziffern. Sie mussten also korrekt sein. Bei Dima, der im Gefängnis war, kann man an ihnen ablesen, warum er dort war und für wie lange. Die Tattoos sind wie Hieroglyphen. Das ist fantastisch. Wir hatten unsere Quellen, damit es wahrheitsgetreu ist. Natürlich ist es trotzdem eine Fiktion, aber nahe an der Realität. Das Tolle an der Arbeit war, dass mich die unterschiedlichsten Aspekte des Filmemachens gefordert haben, sowie die vielen Schauplätze. Wir waren sehr viel unterwegs, insgesamt in 5 verschiedenen Ländern. Dafür habe ich wirklich gekämpft, so viele große und dramatische Schauplätze wie möglich im Film zu haben. Wohin bringt er uns? Es gab sehr viele Location-Wechsel, mehr als bei jedem meiner anderen Filme. Wir hatten 80 bis 90 verschiedene Sets an ca. 50 Schauplätzen. An keiner Location waren wir länger als einen Tag. Das ist wirklich hart, man ist ständig unterwegs. Du bist an keinem Ort zweimal, es geht immer voran. John Le Carré-Stories bieten oft glamouröse, internationale Schauplätze, weil die Welt der Spionage, über die er schreibt, eben international ist. Die Dreharbeiten begannen in Finnland, dann ging es zurück nach England, dann nach Paris und danach in die Alpen. Dort war es wirklich kalt. Aber von dort aus ging es direkt in die Hitze von Marrakesch. Darüber war ich sehr glücklich, denn so konnte ich mich ein wenig aufwärmen. Das macht das Ganze auch so mitreißend, die Größe des Films. Sie gibt einem das Gefühl, eine sehr internationale Welt zu erleben. Der Film ist gekennzeichnet von einer Art überhöhter Realität. Es ist keine graue Welt mit grauen Menschen. Sie sieht sehr zeitgenössisch aus. Sie ist anders als in vielen alten Geschichten von John le Carré. Dort ging der Blick oft zurück in die Vergangenheit, in eine Welt, die düster war. Visuell war diese Welt unglaublich. Doch zur Herausforderung als Regisseurin gehörte, dieser Welt etwas Neues zu geben, den Themen entsprechend, die mir wichtig waren. Susanna ist ein so großer Fan von John le Carré, seinem Werk und seiner Welt. Und sie überträgt ihre Begeisterung auf uns Schauspieler.
Sie hat uns eingeführt in diese Welt und uns begreiflich gemacht, wie man in ihr spielt. Sie erkennt, was die Schauspieler brauchen und ist in der Lage, die entsprechende Umgebung zu schaffen, in der die Schauspieler sich dann mit ihrer Darstellung ausdrücken können, durch die Rolle, die sie spielen. Die Welt ist so vielschichtig in John le Carrés Büchern. Und dazu fordern sie einen auch intellektuell heraus. Es wird immer schwerer, Filme wie diesen zu finden, mit wirklich echten, menschlichen Figuren. Dieser Film streift reale Probleme unserer heutigen Gesellschaft. Das macht ihn bedeutend. Wir behandeln das auf sehr interessante Weise. Es gibt viel Korruption in der Politik und der Geschäftswelt. Und davon wird immer mehr aufgedeckt. Es ist toll, wenn diese Themen, die uns in unserer heutigen Gesellschaft beunruhigen, von Filmen aufgegriffen werden. Ich garantiere nicht für Ihre Sicherheit. Sie sind auch hinter Ihnen her. Dann beeilen Sie sich. Geld stinkt nicht, solange es genug davon gibt. Es ändert nicht die Farbe, es ist Blutgeld. Verräter wie wir hat alles. Warum haben Sie mich ausgesucht? Was einen packenden Agenten-Thriller ausmacht. Sie haben Ihr Land verraten. Eine intelligente Story, großartige Schauspieler und jede Menge Spannung.